Früh am Morgen rückt man gemeinsam zur Feldarbeit aus. Ein fleißiges, genügsames Bauernvolk, wie überall, wo Mensch und Tier unter offenem Himmel zusammenleben und auf sich selbst angewiesen sind. Viele Kilometer weit entfernt ist die nächste Stadt. Deshalb muss jede Kolchose versuchen, die notwendigsten Reparaturen in eigenen Werkstätten am Ort zu bewältigen, was nur in primitiver Weise geschehen kann. Samstagabend Heimkehr ins Dorf, wo der Verwalter auf einem Holzcomputer den Wochenlohn ausrechnet. Und zum Feierabend amüsiert man sich in der Steppendiskothek. Was wir hier beim Vorüberziehen sehen, ist ebenfalls nicht kriegsbedingt. Es gehört zum ganz normalen Leben der Steppenbewohner, die nach jedem strengen Winter ihr Haus selbst wieder renovieren. Aus Häcksel, Wasser, Sand und Mist wird mit den nackten Füßen eine Art Mörtel geknetet und an die schadhafte Stelle der Hauswand geschmiert. Wenn sie getrocknet ist, wird das Ganze weiß überkalkt. Ein altes russisches Sprichwort lautet: Alles, was du zum Leben brauchst, soll dir die Erde deiner Heimat schenken. Die Wohnung, die Nahrung und die Kleidung. Und fertig ist die Villa wieder für den Sommer. Unter dem dichten Strohdach lässt es sich warm und trocken leben. Oft geschah es, dass sich Einheimische mit ihrer dürftigen Habe der deutschen Wehrmacht anschlossen, weil sie sich da trotz der großen Strapazen scheinbar sicher fühlten. Eines Tages stehen wir am Dnieper, einem der größten Flüsse Südrusslands. Im Verlauf der Kämpfe wechselte das Riesenstauwerk von Saporoschje, damals angeblich das größte dieser Art in der Welt, mehrmals den Besitzer, wobei in der Staumauer eine mächtige Lücke gesprengt wurde, durch die sich die Wassermassen ergießen. Diese Lücke soll wieder geschlossen werden. Hier verlassen Arbeiter und Arbeiterinnen unter Aufsicht deutscher Militärpolizei das Verwaltungsgebäude und begeben sich zu ihren Arbeitsplätzen. Ein Ruderboot bringt uns ans andere Ufer, wo wir eine Arbeitersiedlung entdecken, die sich diese bescheidenen Leute selbst errichtet haben. Dort können sie wie in einem entlegenen Dörfchen ungestört hausen. Seit undenklichen Zeiten rauschen die Wogen des Dnieper in ihrem Flussbett dahin und wissen sicher mehr von der Geschichte der Menschheit an ihren Ufern zu berichten als wir. Weiter geht's per Pedis und Hufeisen. Und wieder warten Flüchtlinge voller Angst und Sorge auf unseren Weitermarsch. Sie sind sicher die Ärmsten am Rande aller Kriege. Eine der schönsten und mit am heißesten umkämpften Städte ist die Parkstadt Charkow. Hier soll mehr Infanteriemunition verschossen worden sein wie im ganzen Ersten Weltkrieg.
Als die deutschen Truppen die Stadt besetzten, hätten sie alles erwartet. Aber bestimmt keine Wolkenkratzer. In diesen Hochhäusern hatten die Sowjets ihre Parteibüros untergebracht, die sich vor dem Eintreffen der Deutschen ausbrannten. Übrigens eine von den Sowjets oftmals angewandte Taktik. Der Rote Platz